Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Hogwarts Legacy. Falls ihr die letzte Folge verpasst habt, checkt sie gerne ab. Ihr könnt auch gerne die Playlist abchecken, da wo ich alle anderen Folgen reingepackt habe. Ja, falls ihr die letzte Folge verpasst habt, letzte Folge haben wir Fliegen gelernt. Und zwar, da hinten seht ihr das noch. Da stehen die Besen. Haben wir eine kleine Tour ins Schloss gemacht, war sehr schön. Wie gesagt, checkt es gerne aus. Diese Folge geht zum Raum der Wünsche. Da bin ich mal sehr gespannt. Wir laufen da erstmal hin. Ich glaube, in der Nähe war. Erledigen Sie meine Aufgaben und suchen Sie mich dann in meinem Klassenzimmer auf, um den Abtrennzauber Defindo zu lernen. Er dient dazu, Objekte zu zerschneiden, kann aber auch eine mächtige Waffe sein. Alles klar, und hier haben wir gerade noch einen geheimen Weg gefunden. Oder einen geheimen Raum, ein kleines Räumchen. Was man alles so findet. Und dann haben wir auch gleich schon unseren nächsten Auftrag. Oder eine kleine Nebenquest mit ganz vielen Zaubern. Die sind natürlich auch sehr spannend. Die möchte ich auch alle erledigen. Ach, herrlich, immer hier draußen lang zu laufen. Das sieht man in den Filmen, glaube ich, gar nicht. Da läuft man immer nur drin lang. Und diesmal gehen wir mal nach oben, wenn ich das richtig gesehen habe. Ja. Ja, ich war schon mal in der Küche. Oh, hier geht's aber weit nach oben. Revelio. Achso. Levioso. Ja, easy. Fast auch auf Level 13 aufgestiegen. Revelio. Wandteppich von Barnabas der Bekloppte. Dieser Wandteppich stellt den törichten Versuch des Zauberers Barnabas des Bekloppten dar, Trolle für das Ballett auszubilden. Man stelle sich nur die Auswirkungen auf die Kunst vor, wenn er Erfolg gehabt hätte. Ja, das ist richtig. Professor Weasley? Irgendwo, wo wir unter vier Augen sprechen können. Verzeihung, der Schulleiter hielt mich an und bei Merlins Bart. Sie haben keine Zeit vergeudet. Gut gemacht. Wollen wir? Nach Ihnen, Professor. Da haben wir ganz alleine eine neue Sache entdeckt. Oder einen neuen Raum, eher gesagt. Das ist ja cool. Was ist das hier? Dies hier ist der Raum der Wünsche. Er erscheint nur, wenn man ihn auch wirklich braucht. Normalerweise stößt man Schüler rein zufällig auf diesen Raum, wenn überhaupt. Ich wollte Sie nur darauf hinweisen, wie Sie ihn finden, indem Sie sich an dieser Wand auf Ihren Wunsch konzentrieren. Aber Sie haben den Raum schon selbst gefunden. Während ich hier bin, sollten wir also den Moment nutzen. Also, wo ist Deke? Er muss vorbeigeschlichen und vorgegangen sein. Deke, Professor? Der Hauself, mit dem ich an Ihrem ersten Tag in meiner Klasse sprach. Er könnte Ihnen doch mit dem Raum helfen, sobald Sie ihn finden. Auf keinen Fall klettere ich über diesen Krempel. Damit bietet sich die perfekte Gelegenheit, Sie Ivanesco zu lehren, den Verschwindezauber. Mit Ivanesco kann man bestimmte Dinge verschwinden lassen, wie diese Stühle und andere Dinge hier im Raum. Sie sollten zuerst mit dem Zauberstab üben. Danach können Sie sich die Stühle vornehmen. Alles klar. Machen wir das mal, das sollte ja nicht so schwer sein.
Was macht direkt raus in unserem Rad? Immerhin noch ist frei. Wunderbar. Nun zaubern Sie bitte Ivanesco auf diese Stühle. Ausgezeichnet. Wie Sie sehen, verfügen Sie nun über Mondstein. Dessen Verwendung besprechen wir später. Nun weiter. Lumos. Wo in Merlins Namen steckt dieser Elf? Revelio. Ist das? Herrje, meine alte Schultasche. Ich habe mich immer gewundert, wo sie hin ist. Und dabei war sie die ganze Zeit hier. Ich sehe sie mir nur kurz an. Warum schauen Sie sich nicht ein bisschen um, bis wir Dieg finden? Ja, Professor. Gute Idee, haben wir noch eine geheime Nachricht von A. Für A von T. Ich warte hier schon ewig auf Ewigkeiten auf dich. Vielleicht hat man dir einen längeren Aufsatz zugewiesen, als du erwartet hattest. Sag mir Bescheid, wenn du dich wieder mit mir treffen willst. Ergebenst. Revelio. Mysteriös. Mysteriös. Aber ist ja nicht umsonst der Raum der Wünscher. Ich glaube, wir kriegen immer 8 Mondsteine, wenn ich das so richtig. Ja, ich muss kurz den Zauberspruch vertanen. Ja, ich glaube, das reicht noch nicht. Kann ich hier so mit der Alte Karte rausschieben? Oh, so schwer. So, das soll reichen. Easy. Und wieder 8 Mondsteine. Hoffentlich ist das stabiler, als es aussieht. Ja, das will ich auch hoffen. Stützt es. Welchen Eindringling? Wen meinst du, Kollege? Das ist nicht hilfreich, du wertloser Haufen Blech. Ich bin etwas empört, dass darum dachte, ich bräuchte ein Bad. Freches Ding. Überall stehen Sachen. Revelio. Wie soll sich jemand, der kein Hauself ist, hier zurechtfinden? Das ist richtig. Was haben wir hier? Okay. Was war das? War das ein goldener Schnatz? Vielleicht sollten Sie Ihren Verstand nutzen und es herausfinden. Alles klar. Akio! Habe ich das schon? Nein. Was haben wir denn hier? Wie komme ich denn hier rüber? Akio. Dann komme ich erstmal nicht weiter, weil ich keine Ahnung habe, wie. Gehen wir erstmal hier weiter. Ich hoffe, dieser Hauself kann uns hier finden. Ne, ich hoffe, wir finden den Hauself so rum.
Oh, da sind Sie ja. Warten Sie dort. Die kommt zu Ihnen. Hallo. Ah, Deke, wir haben dich gesucht. Verzeihung, Professor Weasley. Deke hat sich angeschaut, was seit Deeks letztem Besuch hinzugekommen ist. Ist das die Person? Ja, allerdings. Es ist eine Ehre für Deke. Wir kennen uns seit meiner Zeit als Zweitklässlerin. Wir beide haben den Raum gefunden. Deke kennt sie schon. Wir denken, dass ihn der Raum genauso nutzen wird wie mir einst. Deke, wärst du so freundlich? Sehr gern, Professor Weasley. Der Raum der Wünsche ist immer für die Bedürfnisse aller Suchenden ausgestattet. Er ist unauffindbar und erscheint auf keiner Karte. Die meisten finden ihn zufällig oder gar nicht. Deke sah, wie Schüler, die ein Fläschchen für Zaubertränke brauchten, in den Raum voller Fläschchen stolperten. Sie haben ihn in seiner Form als Raum der verborgenen Dinge betreten. Ich wünschte mir einen Ort abseits neugieriger Blicke. Genial! Das erklärt es also. Was ich brauche, ist ein Ort, an dem ich ohne Ablenkung Schulaufgaben machen kann. Nun denn, genau damit kann der Raum Ihnen dienen. Und nun konzentrieren Sie sich auf Ihren Wunsch. Schließen Sie Ihre Augen. Stellen Sie sich den Raum genauso vor, wie er sein soll. Der Raum erledigt den Rest. Sich wirklich Platz zum Arbeiten verschafft. Ich bin gespannt, was Sie mit diesem Raum anfangen werden. Ah, der Raum der Wünsche hat Ihnen einen Schreibtisch der Beschreibungen bereitgestellt. Damit kann man unbekannte Kleidungsstücke identifizieren. Man sollte immer bedenken, was eine Kleidung für eine Wirkung hat. Das ist richtig. Ah, die Flamme, die will noch nicht, okay. Hier haben wir schon die Ausrüstung. Sie werden viele Kleidungsstücke finden, die identifiziert werden müssen. Der Tisch wird äußerst hilfreich sein. Okay. Der Schreibtisch der Beschreibungen ist sicher praktisch. Ja. Ich hoffe, Sie machen ihn sich zunutze. Nun eine kurze Lektion in Sachen Beschwörungen. Der Raum allein bietet vielleicht nicht alles, was Sie brauchen. Beschwören? Ja, das Erschaffen und Herbeirufen von Dingen. Ich zeige es Ihnen. Oh, da haben wir schon wieder einen neuen Zauber. Beschwörungszauber, okay. Sehr gut. Wenn Sie komplexere Objekte beschwören, benötigen Sie etwas, das man Zauberkraft nennt. Zauberanweisungen führen die benötigten Zutaten, also Ressourcen, zur Beschwörung eines Gegenstands auf. Sie finden einige für eine Tränkestation und einen Pflanztisch von Wälzer und Schriftrollen in Hogsmeade. Hab ich. Wo finde ich die Ressourcen, die ich brauche? Obwohl Ressourcen wie Mondstein sich zwar im Hochland beschaffen lassen, ist es weitaus sicherer und einfacher, sie zu kaufen. Man erhält sie auch, indem man Objekte aus dem Raum verschwinden lässt, wie die Stühle vorhin. Sie sollten jetzt ausreichend Ressourcen haben. Verstehe. Und kann ich Ressourcen zurückbekommen, wenn ich etwas Beschworenes verschwinden lasse? Allerdings. Gut kombiniert. Warum probieren Sie es nicht einmal? Los, beschwören Sie die Tränkestation und den Pflanztisch.
Sie sollten sie ja bereits aus Ihrem Studium von Zauberpflanzen und dem Unterricht zum Brauen von Zaubertränken kennen. Aber natürlich. Wo ist er denn hier? Kann ich mir da auch was aussuchen? Dann machen wir auf jeden Fall hier in die Ecke was. Ach so. Das sind alles Tränkstationen. Was haben wir hier? Okay. Dann nehmen wir mal die botanische. Okay. Haben wir so einen eigenen Arbeitsraum. Okay. Und dann noch das hier. Dann nehmen wir den gotischen. So. Gute Arbeit. Nutzen Sie sie, um Pflanzen zu züchten oder Tränke zu brauen. Vorausgesetzt natürlich, Sie haben Samen oder Zaubertrankzutaten in Hogsmeade oder außerhalb des Schlossgeländes besorgt. Ja, okay, man hätte... Deke wird Ihnen bei etwaigen Fragen zur Verfügung stehen. Unterschätzen Sie ihn nicht. Kann ich diese Art Verwandlungszauber auch draußen verwenden? Beschwörungs- und Verschwindezauber sind sonst überall im Schloss verboten. Dafür sorgen bestimmte Zauber. Es wäre ermüdend, all die Fehler in Urteilsvermögen und Anwendung umzukehren. Doch der Raum der Wünsche folgt seinen eigenen Regeln. Okay. Ich werde mich an Deke wenden, sollte ich etwas benötigen. Danke. Viel Glück. Ich bleibe noch etwas, sollten Sie einen weiteren Verwandlungszauber für den Raum erlernen wollen. Okay. Legioso. Ah ne, schreibliche Beschreibung haben wir ja schon. Kann ich hier auch Sachen ändern? Okay, das sind die Spiegel, Teppiche, Möbel, mehr, Deko, Gemälde. Sitzmöglichkeiten, Tische, Statuen, okay, und Dekos. Okay. Wenn Sie kurz Zeit haben, kann ich Ihnen noch mehr über Verwandlung beibringen. Steht auch richtig schön. Ja. Dann machen wir das mal hier. Ich bin bereit für die nächste Lektion, Professor. Also gut, zuerst brauchen Sie etwas Mondstein. Mondstein können Sie außerhalb des Schlossgeländes sammeln. Sie können aber auch einfach Dinge hier im Raum der Wünsche verschwinden lassen. Kehren Sie zurück, wenn Sie genug haben. Dann beginnt Ihre Lektion. Ja, wie viel brauche ich denn? Ich habe schon genug. Okay. Ich habe den Mondstein, den Sie wollten, Professor. Gut, dann kann der Unterricht beginnen. Sie können nicht nur Tränkestationen und Pflanzentische beschwören. Mit Beschwörungen können Sie diesen Raum nach Belieben dekorieren. Versuchen Sie es an der Wand und mit dem Boden. Das habe ich doch gerade schon gemacht. Spiegel ist an. So. Dann noch Bodendekos. Nehmen wir mal einen schicken Teppich. Ich noch größer machen. Oh ja.
Was haben wir noch? Achso. Boah, der erkennt das sogar. Das ist ja... Das ist ja cool. Nehmen wir nur noch ein Töchter, wenn die mit dich sind. Kann ich ihn jetzt hier auch... Gute Arbeit. Oder dockt er nicht hin? Kann ich... Na, das ändern wir später noch. Ich bin mit dem Beschwören fertig. Was jetzt, Professor? Ich denke, Sie sind bereit für den Änderungszauber. Der Änderungszauber erlaubt es Ihnen, beschworene Gegenstände anzupassen. Sie können die Farben, Muster und Stile Ihrer Möbel ganz nach Ihrem Geschmack verändern. Fangen wir an. Passen Sie jetzt bitte genau auf, wie man den Änderungszauber durchführt. Mache ich das ist sehr gut. Das hatte ich mich ja eben schon gefragt, ob wir die Sachen ändern können. Da haben wir ihn schon. Richten Sie den Stab auf etwas Beschworenes und verändern Sie es mit dem Änderungszauber. Ah, das ist echt cool. Okay. Können wir denn hier nochmal die Farbe ändern? F, genau. Und die Größe daneben. Kann ich die Wände auch irgendwann ändern? Decke. Dann mache ich mal Linie. Da geht es natürlich nicht. Geht es beim Spiegel? Natürlich. Nun sind Sie für größere Herausforderungen bereit. Sie können den Änderungszauber auch direkt auf den Raum anwenden. Gestalten Sie damit den Boden oder den Balkon um. Was ist denn der Balkon in dem Raum? Ah. Ne, ich glaube, ich nehme... Das als Decken. Das als Boden. Etwas mehr Ambiente vertragen, finden Sie nicht? Die ist so nett. Sehr gern, Professor Weasley. Professor Weasley hat Dick einmal diese Magie gezeigt. Dick denkt, Ihnen könnte das gefallen. Sprechen Sie mit Dick, wenn Sie soweit sind. Mach ich. Na, sieht schon cool aus. Professor Weasley sagte, du wüsstest, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht sie denn am meisten an? Eine kühle monddurchflutete Atmosphäre, natürlich in Erdverbunden, dunkle Mysterien. Ne, ich finde eine kühle monddurchflutete. Es wäre schön, wenn der Raum von Mondlicht durchflutet wäre. Ha, hervorragend. Okay, er schnipst einmal und ist fertig. Das sieht natürlich geheimnisvoll aus. Was für eine Veränderung. Natürlich müssen Sie diesen Stil nicht beibehalten. Sie können jederzeit Dick bitten, ihn zurückzuverwandeln. Jetzt haben Sie viel über Änderungszauber gelernt. Danke, Professor. Der Raum ist voller Möglichkeiten. Allerdings, egal wie oft ich hier bin, der Raum überrascht mich immer wieder aufs Neue. Das ist schön.
Was öffnet sich hier jetzt für ein Weg? Größer. Ich will mal mit Deke noch kurz sprechen. Oh, jetzt ist noch mehr Platz. Wie ist das passiert? Der Raum passt sich ihren Bedürfnissen an. Er muss gespürt haben, dass sie mehr Platz für Zauberübungen brauchen. Wenn sie den Raum noch weiter anpassen wollen, können sie das mit Zauberanweisungen. Sie finden mehr davon innerhalb und außerhalb der Schule. Danke, Professor. Ich halte die Augen offen. Gut. Der Raum gehört also Ihnen. Nutzen Sie ihn gut. Mach ich. Was sind die? Hervorragend. Ich wollte fragen, wie man das Ambiente des Raumes ändert. Gewiss. Welches Gesamtkonzept spricht Sie denn am meisten an? Jetzt mache ich... Warum gemütlich werden wir auf natürlich und erdverbunden. Natürlich und erdverbunden. Als würde man sich im Freien befinden. Hervorragend. Ja, das ist doch schön. Das lasse ich. Man kann ja alles ändern. Das ist natürlich... Mach mal alles in eine... im gleichen Stil. So kann ich mich hinsetzen. Nein. Kann ich jeden Stil etwas anders machen, hoffe ich mal, dass das geht. Haben wir hier das hier, das haben wir noch gar nicht. Perfekt. Die Fenster weiß ich nicht. Genau. So, jetzt haben wir, glaube ich, alles. Sehr schön. Ja, dann würde ich sagen, damit wir nicht nur den Raum der Wünsche machen, machen wir noch gleich noch eine Aufgabe. Nach Hauptaufgabe, glaube ich, zu lang machen wir. Wir gucken, ob wir uns einen Besen kaufen können. Kaufen wir einen Besen bei Spinwitches. Wenn ich es richtig ausgesprochen habe. Spinwitches, genau. Ja, das läuft doch alles schon mal super. Haben wir jetzt unseren eigenen Raum. Haben wir unser Zimmer im Gemeinschaftsraum. Und dann jetzt noch einen Raum. Als Hogsmeade? Nee, gibt's nicht. Revelio. Wunderbar. So, noch ein neuer Handschuh gerade gefunden. Gucken wir gerade schon mal, was wir anziehen können und was wir vielleicht auch verkaufen können. Die Handschuhe kann man aufziehen. Brille ist schlechter. Mantel. Der ist besser, super. Und das ist auch besser, perfekt. Können wir vielleicht dann sogar noch wieder ein paar Sachen verkaufen. Hallo, Mr. Weeks, nicht wahr? Albie Weeks, zu Ihren Diensten. Willkommen bei Spintwitches. Entschuldigen Sie, wenn Sie hier waren und nicht reingekommen sind. Der Laden ist zu, seit die Handelswege unterbrochen wurden. Ich musste bis London reisen, um meinen Lieferanten zu treffen. Und bin gerade erst wieder zurück.
Zum Glück samt Inventar. Ich schätze, Sie haben Interesse an einem Besen? Ich hätte ein paar seltene Eibenweber, Glutsprintbesen, Silberpfeile und Windhauche. Egal, wofür Sie sich entscheiden, Sie werden zufrieden sein. Sie sind alle außergewöhnlich, was Qualität und Leistung angeht. Ja, das ist doch sehr schön. Ja, was können Sie mir über Besen verraten? Können Sie mir mehr über Ihre Besen sagen? Sie sind meine Leidenschaft. Jedes Detail eines jeden Modells. Wie etwa der Windhauch, bekannt für den hochwertigen Eschengriff. Eibenweber sind selten, weil manche Angst haben, sie zu fliegen. Liegt vermutlich am düsteren Ruf von Eibenstäben. Dann gibt es noch den Glutsprint, bekannt für sein schickes Aussehen. Mir wird fast schwindlig vor Freude, täglich mit Besen zu arbeiten. Einer der vielen Gründe, warum ich diesen Laden so gerne führe. Alles klar, dann können wir mal zeigen, was es so hat. Klingt nach einem beachtlichen Sortiment. Ich sehe mich mal um. Danke. Na, wonach suchen Sie heute? Boah, die kosten natürlich alle 600. Schön, mit Ihnen Geschäfte zu machen. Kaufen wir hier mal ein paar Sachen. Vielleicht können wir uns dann sogar schon einen Besen kaufen. Das ist eigentlich alles vielleicht da. Das ist natürlich auch ein gutes Geschäft, dann können wir nämlich auch schnell im Reisen außerhalb. Und wir lernen unser Inventar. Na perfekt. Was haben wir denn hier? Glutsprintbesen, Hogwarts Hausbesen, Mondraketenbesen und Hauchbesen und Eibenweberbesen. Sagen den hier neben mir. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Dann können wir uns sogar noch anschauen. Oh, das ist natürlich auch cool. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Sagt er auch was anderes? Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Okay, die sind alle von höchster Qualität. Aber ich glaube, ich nehme doch den. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Guck mal, da ein schneller Besen. Dieser Artikel ist von höchster Qualität. Wir nehmen den hier, komm. Sie werden diesen Besen lieben, das verspreche ich Ihnen. Ja, das will ich auch hoffen. Danke fürs Vorbeischauen. Es kann zwar jeder Besen gegenüber den Übungsbesen aus Kogawas Kurs verbessert werden, aber sie sind alle eingeschränkt. Sie sehen aus wie jemand, der an Flugverbesserungen interessiert sein könnte. Ich höre. Ha! Ich wusste, dass ich bei Ihnen richtig liege. Sie werden mit der Leistung jedes Besens auf geringer Höhe sehr zufrieden sein. Aber im Steigflug lässt die Geschwindigkeit langsam nach. Ich glaube, dieses Problem kann ich beheben. Ich habe da schon ein paar Ideen für Verzauberungen. Verbesserungen, könnte man sogar sagen, die jeden Besen aufmotzen. Ich brauche jemanden, der einen Besen fliegt und mir davon berichtet, damit ich die Verbesserungen vollenden kann. Zufällig weiß ich, dass Imelda Reyes, eine Hogwarts-Schülerin, auf stillgelegten Besenstrecken Wettflüge durchführt. Schlaues Mädchen. Die ideale Möglichkeit, um Flugdaten zu sammeln. Wenn Sie die Bestzeit schlagen können, berichten Sie mir bitte, wie der Besen sich verhalten hat. Dann könnte ich die erste Verbesserung abschließen. Wie sieht's aus? Ja, das machen wir doch. Klingt interessant. Mal sehen, was ich tun kann. Danke. Es soll Ihr Schaden nicht sein. Wenn ich recht habe, motzt die neue Verbesserung Besen in jederlei Hinsicht auf. Und ich kann Ihnen ein Sonderangebot machen. Die Wettflüge dürften auch Spaß bringen. Gehen Sie zum Quidditch-Feld. Da kümmert sich Imelda Reyes um Sie. Ja, vielen Lassen Dank. Sie mich wissen, wenn Sie Imeldas Zeit geschlagen haben. Kann ich denn jetzt bei Ausrüstung? Aha. Ich ja auch.
F das Aussehen verändern? Nee. Aber wie kann man denn jetzt, kann ich jetzt hier auch schon fliegen? In Hostels sind bestimmt Gebieten, in denen das Fliegen verboten ist. Awesome. Mr. Weeks Enthusiasmus ist bewundernswert. Ja, dann gucken wir mal, was er so machen kann für uns. Manchmal führen alle Wege nach Hogsmeade. Incendium! Bisschen was nehmen für mich. Tack und Tippe 3. Ach so. Ah, mega. Jetzt können wir ja selber durch Hogwarts fliegen. Boah. Wenn das nicht gut aussieht, dann weiß ich auch nicht. Müssen wir nicht mehr überall langlaufen. Ja, mal gucken, vielleicht können wir irgendwann ein paar Tricks mit dem Besen machen. Das wäre natürlich super. Oh, schaffen wir es da unten durch die Tür. Ui, Profi sind wir schon. Hey du, Gryffindor! Was ist das hier? Revelio. Imelda Reyes? Albi Weeks schickt mich. Ach ja? Er bastelt also noch an seiner Besenverbesserung. Ich wollte ihm mal helfen, aber dann hat er nur meine Flugtechnik kritisiert. So eine Frechheit. Warum zieht er dich in seinen Besentest-Quatsch mit rein? Du hast doch gerade erst mit dem Fliegen angefangen. Hat er von deiner tollen Flugstunde mit Clopton gehört? Ich weiß nicht, was du gehört hast, aber ich habe sicher nicht angegeben. Erzähl das mal dem Rest der Schule. Aber ist auch egal. Alle wissen doch, dass der Unterricht nur für Anfänger, Störenfriede und Stümper taugt. Aber aus irgendeinem Grund halten dich die Leute jetzt für Konkurrenz. Das geht so nicht. Vielleicht bin ich ja Konkurrenz. Du bist ja nicht mal in Slytherin. Könntest auch glatt ein nutzloser Squib sein. Es reicht. Es gibt nur einen Weg, um herauszufinden, wer besser fliegt. Ich halte einen Rekord auf dieser Strecke. Kannst du ihn schlagen? Slytherin gegen Gryffindor. Mit Sicherheit kann ich das. Ach, warum nicht? Ich schlage deinen Rekord. Ich freue mich schon so drauf, dich verlieren zu sehen. Das war aber eifersüchtig. Na, dann gucken wir mal. Bestzeit 2 Minuten 20. Nehmen wir hier alle Geschwindigkeitsblasen mit. Whop. Oder wir versuchen es zumindest. Wunderbar läuft das hier. Wieder an Hogsmeade vorbei. Oh. Haben wir es ja gleich auch schon wieder geschafft. Oh, noch 4 Ringe, komm. Oh, da haben wir ein paar, haben wir viele verpasst. Alle 3 verpasst. Aber wir fahren doch auch schon das Ziel. Mal geklappt. Perfekt. Das lief doch. Easy. Easy peasy. Du hast doch geschummelt.
Na gut, du hast gewonnen. Es ist noch nicht vorbei. An nur einem Rennen kann man kein Talent festmachen. Mein Sieg bedeutet schon etwas. Du bist schon nicht schlecht. Aber wenn du meinen Respekt verdienen willst, musst du dich noch beweisen. Herausforderung angenommen. Vielleicht hast du es ja doch drauf. Wir werden sehen. Aber mach dir keine Hoffnung. Die nächste Strecke bei Irondale ist eine weit größere Herausforderung. Versuch doch, dich mit noch einer Runde hier vorzubereiten. Melde dich am Podium, bei der Bestenliste. Dort siehst du deine Zeit und kannst das Rennen starten. Wir sehen nächstes Mal, ob dein Sieg mehr als nur Glück war. Bei einer Erledigung für Albi Weeks. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal wieder zum Albi. Und gucken noch, was er für eine Verbesserung vornehmen kann. Rebellion. Kann sogar Mr. Weeks hört sich ja gern, wie ich mich geschlagen habe. Ja, das denke ich auch. Ich glaube, wir porten uns mal, da sind wir ein Stück schneller. Ganz kleines bisschen sind wir da schneller, da kann man nämlich noch kurz erfahren, was er für uns hat an unserem Besen. Auf geht's nach Hogsmeade. Und dann würde ich sagen, dann war es das auch schon wieder mit dieser Folge. Wieder sehr spannend. Ah, Sie sind zurück. Hoffentlich mit neuen Infos. Ja, ich habe einen Rekord gebrochen. Mr. Weeks, ich habe auf meinem Besen den Rekord gebrochen. Unglaublich. Miss Reyes muss außer sich sein. Und? Wie war der Besen? Etwas unruhig und er könnte schneller sein, aber er hat sich gut geschlagen. Ich muss aber sagen, dass er in manchen Kurven einen Linksdrall hatte. Ich habe beim Abtauchen ein leises Wusch gehört. Oh, danke. Genau das wollte ich wissen. Abtrieb, was? Ich werde mich sofort an die Arbeit machen. Selbst die Pessimisten müssen zugeben, dass meine Arbeit von Anfang an Potenzial hatte. Das ist auch schön. Aber wer hat denn daran gezweifelt? Warum sollte jemand ihre Fähigkeiten anzweifeln? Oh, sie würden sich wundern. Die Leute sind starrköpfig. Sie fürchten, man ruiniert nur alles, wenn man daran herumfummelt. Diese Leute wissen einfach das Gefühl der Freiheit nicht zu schätzen, das ein guter Besenflug bereitet. Und sie würdigen auch nicht den kreativen Prozess dahinter. Ich kenne jemanden in Rom mit einem Laden wie meinem. Sagt, dort sei es noch schlimmer. Natürlich machen sie nachmittags auch ein Nickerchen. Und wo wären wir ohne Verbesserungen? Hätte Elliot Smethwick sich von diesen Schwarzsehern einschüchtern lassen, hätten wir heute keinen Dämpfungszauber. Ich höre nicht auf sie. Sehr gut. Ich bin schon ganz gespannt. Bei dieser Verbesserung habe ich ein sehr gutes Gefühl. Sie werden erfreut sein. Ich melde mich bald wieder. Ja, vielen Dank. Oh. Das Problem der Höhe in Bezug auf die Geschwindigkeit lösen. Revelio. Ja, da haben wir doch schon wieder einen Auftrag abgeschlossen. Dann würde ich sagen, was haben wir dann in dieser Folge von Hogwarts Legacy? Ich hoffe, es hat euch gefallen. Wenn ja, lasst einen Daumen nach oben da. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, damit ihr nichts mehr verpasst. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal. Haut rein. Ciao, ciao.